Weise gegen Olic. Der tritt ihm fast den Kopf ab. Sagt dann, ich wollte ihn nicht treffen. Das glaube ich ihm sogar. Er hat ihn nur getroffen. Freistoß und gelb. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Na klar war da keine Absicht mit dabei, aber hier viel zu hoch, trifft ihn. Lange Behandlungspause. Olic konnte zum Glück weitermachen, aber das ist eine rote Karte. Alles klar, dachte ich, dachte auch der Kollege Patrick Wasserzieher, der in der Halbzeit Werder-Manager Alofs hatte. Schauen wir uns die andere Situation an, die für Aufregung gesorgt hat.